wenn man berücksichtigt, dass sie es für eine, wie auch immer, gute Sache, ein höheres Wohl tat, könnte man auf einer Verbannungsstrafe bestehen, einer lebenslangen Verbannungsstrafe, beschränkt auf dieses Dorf. Sie müsste sich verpflichten, für ewig in diesem Dorf zu bleiben, nie wieder jemand zu versklaven und das Heiligtum, wenn es dann ist, zu bewachen, ohne jemals wieder eine Person außerhalb dieses Dorfes zu verzaubern. Das ist mein Urteil. Na, Boltax, dann machen wir weiter hier. Was denken denn unsere Zwerge? Naja, also folgendes. Sie hat ja gesagt, dass keine Hexe es auf lange Dauer schafft, dieses Heiligtum zu halten. Naja, und Isarun hatte mir erzählt, dass es dort ja von der Macht des Humus nur so strömt. Scheint also ein wirklich elementar affiner Ort zu sein. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, diesen Ort zu schützen unter allen Umständen. Das möchte ich einmal voranstellen. Wenn es allerdings nicht im menschlichen Fähigkeitsbereich liegt, diesen Ort zu schützen, so sollten wir vielleicht, nun ja, auf einen fähigen Geoden zurückgreifen. Ich kenne da jemanden, der sich mit dem Element Humus sehr gut auskennt und sich diesem auch verbunden fühlt. Könnte ihn ja informieren und wäre sicherlich auch in seinem Anliegen. Und so hätten wir uns zumindest einmal vielleicht 50, 60, 70 Jahre gekauft, bis wir diese Entscheidung dann erneut treffen müssen. Was ist euer Urteil über die Hexe? Nun, sie hat versucht, mich zu verzaubern und zu lernen. Das Geringste ist wohl, dass sie schwören muss, nie wieder in entsprechendem Maße zu handeln. Und die Frage, worauf sie sich einlassen wird, ich denke, einmal. Eine Verstümmelung? Weiß nicht. Ich finde, dass wir Zwerge urteilen ja anders als ihr. Wenn wir jemanden verbannen würden, würden wir ihn ja auch aus dem Berg schmeißen und nicht in einem kleinen Dorf belassen. Ich sage Folgendes. Und zwar, also es ist wichtig, dass sie dort bleibt, aber es ist auf der anderen Seite wichtig, ihre Macht zu begrenzen. Eventuell wäre es sinnvoll, dort eine weitere Kontrollinstanz zu installieren. Ich weiß nicht. Das kann ein Druide oder ein Geode sein, der halt mal nach dem Rechten guckt. Ich meine, die Druiden und die Hexen haben eh von den Geoden gelernt. Und uns allen ist ja irgendwo die elementare Harmonie sehr wichtig. So oder so, vielleicht könnte man es so einrichten. Nun, nach ihren eigenen Worten müsste sie darüber ja erfreut sein. Eine weitere mächtige Person, die ihr hilft, den Ort zu verteidigen. Ja, Zulamin, dann sag doch, was du denkst. Ich war dagegen, einen Scheinprozess zu führen, weil ich der Ansicht bin, dass ihre Schuld unser Handeln im Augenblick nicht bestimmen kann. Wir sind in einer sehr unglücklichen Lage. Wir können es uns nicht leisten, das Heiligtum ungeschützt zu lassen. Etwas, was uns viel früher hätte auffallen sollen. Während der Tage, als Boltax und ich noch alleine in Talf waren, hätten wir uns bereits Gedanken über so etwas machen müssen. Da wir nun aber begonnen haben, einen Prozess zu führen, könnte ich als, nun ja, moderate Strafe anbieten, ihres Zeichen der Saturia zu tätowieren, falls das den Ansprüchen an ein Mal genügt. Wüsste doch zumindest jeder, der leidlich bewandert ist, sofort, dass er es mit einer Hexe zu tun hat. Und es ist immer noch etwas anderes als eine Verstümmelung, wo ich kategorisch dagegen bin. Aber das nur als Option. Sollten wir uns verpflichtet fühlen, eine Strafe zu bestimmen. Oh, was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass sie schwören muss, anzuerkennen, dass die Magie der Hexen ursprünglich auf die Geoden zurückgeht. Das hat sie vehement verneint. Das ist unwichtig. Nein, das ist mir wichtig und sie hat mich versucht zu verzaubern. Diese Forderung steht nicht zur Diskussion.
Voltax, ich werde keinen Eid segnen, deswegen sprechen. Wenn, dann verpflichte ich sie darauf, nie wieder Leuten ihren freien Willen zu nehmen. Ja, aber Voltax, das ist wirklich kleinlich. Aber das kann man so als Halbsatz formulieren. Das, ach, was für ein Blödsinn. Rafim hat das vorhin doch auch gesagt. Doch, das kann sie hinterher schieben. Ich finde, das ist wichtig. Isarun, sag dir doch nochmal was Sinnvolles. Sie ist schuldig, das Delikt tun wider Sitten und gute Ordnung. Eindeutig schuldig. Da würde ich es allerdings bei einer Ermahnung belassen. Das tun wider Stadt und ihre Bürger. Das war schon etwas schwieriger. Ich würde sagen, dort spielen auch die Entführungen mit, die eigentlich der Räuberei zugeordnet werden. Da aber keine Gewalt angedroht wurde, sondern dieses mit Magie erreicht wurde, würde ich sagen, es fällt eher unter diesen Deliktsbereich. Hier gefällt mir, beziehungsweise finde ich sinnvoll, die Idee der Verbannung, wie schon vorher angesprochen, dass diese Hexe auf den Flecken Wiedmannshus begrenzt wird und sich von ihm nicht mehr entfernen darf. Also eine umgedrehte Verbannung sozusagen. Und was das Tun wider die Zwölfe, den Angriff auf Zulamin, betrifft, ja, sie ist schuldig. Und die mildeste Strafe sieht natürlich das Mahl vor. Ich denke nicht, dass sie dadurch direkt den Tod verdient hätte, wenn wir ihr wirklich den Schwur abnehmen können, dass sie derartige Zauberei nie wieder tut. Was ja nach Aussage unserer Drakoniterin möglich ist. Was ich also vorschlagen würde, wir verurteilen sie dazu, sich auf den Flecken Wiedmannshus zu begrenzen, das Dorf nicht mehr zu verlassen, das Heiligtum zu schützen. Gleichzeitig werden wir aber auch einen permanenten Ordenssitz für den Drei-Schwestern-Orden dort etablieren. Das heißt, wann immer Leute des Drei-Schwestern-Ordens oder auch andere Geweihten der drei beteiligten Kirchen dort vorbeikommen, haben sie ein Anrecht auf einen permanenten Platz. Das heißt, es wird ein Gemeinschaftsprojekt unter der Anleitung des Drei-Schwestern-Ordens. Und ich würde noch gerne eine magische Instanz dort lassen. Und zwar ein Geode, wenn ihr Voltax wirklich einen guten Freund habt, der sich dem Humus verschrieben hat, wäre das perfekt. Ich möchte aber auch gerne die Gildenmagie dazu einladen. Und zwar, da es in der Weißen Gilde keine Elementarmagier gibt, würde ich ein kleines Haus vorschlagen, das von den Leuten aus Draconia besucht werden kann. Gleichzeitig aber auch eine Weiterbildungsstätte für Weißmagier ist, die sich in der Elementarmagie fortbilden möchten. Also, was mir vorschwebt, ist, dass die hexische Herrschaft von Wiedmannshus abgeschafft wird und stattdessen eine, Ordensherrschaft angestrebt wird, unter dem Drei-Schwestern-Orden, unterstützt von magischen Gemeinschaften. Ich kann Brandrasch informieren. Er wird sich das gerne ansehen und er ist ein gemütlicher. Rafim, was sagst du? Also, tot. Sie hat willentlich meine Gewalt ihrem Willen unterworfen und hat auch zugegeben, das wieder zu tun, wenn sie die Möglichkeit hat. Sie spuckt auf unsere Götter. Sie spuckt auf unseren Auftrag. Sie spuckt auf alle, die sie versklavt. Sie mag das in ihrem Kopf rechtfertigen. Doch sie hat keine Rechtfertigung. Sie ist mehr als überhaupt jeder andere in diesem Dorf in der Lage, das Ganze zu verteidigen. Sie hätte dort leben können, ohne sie alle zu beherrschen. Das wollte sie nicht. Sie wollte Königin sein. Tod. Nur weil sie gerade in einer Position ist, wo wir sie brauchen, können wir nicht schwach werden. Aber, wie ich hörte, seid ihr anderer Meinung und ich unterwerfe mich natürlich der Mehrheit. Also, worauf wollt ihr euch einigen? Lebenslanger Hausarrest? Gewissermaßen.
das Kennzeichnen und nun ja, die sonst beschlossenen Maßnahmen, also der Drei-Schwestern-Orden und bitte Brandrasch, dass er sich dem Dorf annehmen wird. Was ist mit den Schutzzaubern, die Alariel gewirkt hat? Puhotea, ihr müsst euch jetzt dort mal einschalten. Ach so, das dürfte kein Problem sein. Also, ich würde nicht behaupten, dass diese Schutzzauber gegen etwas wirken, das natürlich ist. Die haben ja auch nicht gegen uns Magiewirkende gewirkt. Oder gegen Zwerge. Gegen das Dämonische. Das Unnatürliche, gegen das Chaos. Was genau benötigt denn wirklich, oder wieso wird Alariel dafür benötigt? Und wieso könnt ihr das nicht permanent übernehmen? Ich schaffe meine Zauberfäden so sehr lange zu kontrollieren. Oder auch die anderen, wie es nicht schaffen. Das mag zwar für Tage gut gehen, aber dann brechen wir zusammen. Kräftet. Zumindest wenn die Angriffe kommen. Und dieser Tage kommen die Angriffe von überall her. Es liegt also an der rohen Astralkraft. Wenn ihr mehr wärt, könnt ihr auch ohne Alariel diesen Angriffen standhalten. Mit 5 Schwestern könnte ich diesen Ort sicherlich halten. Aber diese 5 Schwestern, wir sind so sehr wenige. Sie haben alle ihre Aufgaben. Ich mag euch für diese gerechte Belohnung vielleicht noch einmal mitteilen, da ich nicht nur die Geschehnisse hier protokolliere und eure Berichte aufnehme, sondern auch meine Berichte weitergeben kann, kann ich euch berichten, warum die Wildermark so sehr wild geworden ist. Ich kann euch sagen, was in den verschiedenen Orten zurzeit los ist. Aber dies soll nur eine weitere Belohnung sein dafür, dass ihr so sehr nach dem Recht handelt. Zumindest Alariel einmal anhört. Ihr braucht also, uns nicht zu bestechen. Nach dem Recht ist sie schuldig. Dieser Ort liegt im Zentrum von Dapazien. Dapazien war seit jeher Kornkammer des Reiches. Jetzt, wo Dapazien abgefallen ist und sich zu einem eigenen Maharaniat gekürt hat, war Dapazien lange Zeit die Kornkammer des Reiches. Der Grund dafür ist nicht nur das Sumo-Heiligtum bei Werheim, sondern vor allem auch das von Satuaria hier. Deswegen blüht das Dapatische Reich. Das hat nichts mit der Politik der Rabenmunder zu tun. Es wundert mich, dass sich nie ein Zirkel an diesem Ort angesiedelt hat. Müsste es nicht der Traum jeder Hexe sein, eurer Göttin so nahe sein zu können? Aber das bringt uns nicht weiter. Ich denke, wir müssen eine Entscheidung treffen. Nun, das ist natürlich noch die Frage. Puhotea, wie lang lebt so eine Eigeborene denn? Schwierig muss man damit rechnen, dass Alariel bald sterben wird? Weil Nein. In diesem Fall muss man natürlich dafür sorgen, dass andere diese Zauber aufrechterhalten. Oder was passiert für den Fall, dass bei einem Angriff Alariel so schwer verletzt wird, dass sie die Zauber nicht mehr aufrechterhalten kann? Wer kann es dann? Natürlicher Art und Weise wird sie sicherlich noch viele, viele Jahre leben. Das werden wir nicht erleben. Zumindest natürlich nicht. Bald am Tod kann sie allerdings ebenso sterben. Was heißt das, werden wir nicht erleben? Also sprecht mal für euch. Voltag, nicht jetzt. Oh. Wir müssen auch für diesen Fall vorsorgen. Denn nur aufgrund dieses Heiligtums führen wir überhaupt dieses Gespräch. Bereits sagte, aber ihr habt einen Wunsch bei mir offen und ich werde für euch die Hexen informieren. Gleichzeitig werde ich bei meinem Besuch in Gareth in den Krähenstein euch sprechen und den Kampf gegen die Drachen ausrufen. Vor allem gegen Rassasor. Bei diesem Hexentreffen, dieser Hexennacht, können wir ebenso darüber sprechen, was passiert, wenn Alariel fällt. Wie geben Hexen ihr Wissen weiter? Auf diesen Hexennächten? Nur bei diesen? Vor allem bei diesen.
Wir haben natürlich auch Kinder, die wir lehren. Töchter, die wir weitergeben. Zirkel zu Zirkel. Aber vor allem in den Hexennächten. Das heißt, Alariel könnte sich eine Schülerin nehmen oder mehrere und sie darin unterweisen. Wie steht es damit, wenn Boltaks Freund Branosch oder wie war sein Name? Brandasch. Brandasch. Wenn Brandasch hier hinkommt, wird oder könnte Alariel ihm diese Rituale beibringen? Gehe davon aus. Einem Druiden und einem Geoden etwas beibringen wird sicherlich möglich sein, aber Magiern kann man so etwas nicht beibringen. Wir brauchen geordnete Matrizes, die niedergeschrieben sind auf Papier. So etwas brauchen wir nicht. Nun, durch Beobachtungen ließe sich so etwas sicherlich erreichen. Die Sache ist die. Ich wäre bereit, sie dorthin zurückkehren zu lassen, wenn sie ihr Wissen teilt. Mit den Geoden und mit den Gildenmagiern. Bei dem Wort Gildenmagier verzieht Porothea merklich den Mund. Und überlegt dann ein bisschen und nickt. Das ist ihre Entscheidung. Ich kann diese Entscheidung für sie nicht treffen. Verstanden. Nun, dies wäre mein Vorschlag. Was sagen die anderen dazu? Ich kann ihm zustimmen. Wie gesagt, mein Wunsch wäre noch die Anerkennung. Aber, naja. Das findet ihr ja alle zu kleinlich. Ha. Wenn sich auf diesen Ort beschränkt, lebenslange Verbannung oder Haft in diesem Dorf. Niemals wieder jemand magisch versklaven. Dann sei es so. Wie sie es vorhin so schön gesagt hatte, keine Magie zum Schaden. Oder wie führte sie den Satz noch weiter? Weiß das noch jemand? Nicht mehr. Egal. Sie wird sich an ihre Worte erinnern. Nun, dann möchte ich euch, wenn ihr gleich das Urteil sprecht, noch einmal verkünden, warum all die Finsternis gegen das Zentrum von Tapazium stößt. Von allen Seiten kommen sie. Das geht vor allem gegen die Grafschaft Zweimühlen. Der Ochsenmarkt ist nicht so das Problem. Da sitzen zwar auch die Rabenmunder, vor allem Bergart, aber sie sind neutral. Der Fluss dient als natürliche Grenze. Bergel, beziehungsweise Bedapert, Ochsenwasser geheißen wird, ist da durch den grauen Mann vertreten und sorgt dafür, dass sich das all diese finsteren Mächte innerhalb dieses kleinen Gebietes begrenzen. Wie gesagt, wir haben seit kurzem Necrorius und zwei Mühlen. Wir haben in Berlan noch einen Nekromanten sitzen. Wir haben in den Hügeln einige schwarzen Wölfe sitzen, die Amanats geheißen werden. Wir haben Untote in quasi allen Wäldern. Wir haben Issa, die Räuberin, die im Norden von hier sitzt. Wir haben eine neue Kriegsfürstin namens Verena von Mersing, die auf ihren Drachen herumreitet und einige Mordbrenner in die Schlacht führt. Die sitzen vor allem im Osten von Ostenwald. Dann haben wir Auweiler, eine Magokratie, ja, Elementare und Djinne auf den Wäldern ernten und haben dort viele Magister versammelt und mehren dort das Wissen. Ebenso wie ihr es vielleicht jetzt hier in Weidmannhus sucht. Im Süden von hier, im Westen von Auweiler, sitzt Alduin, Victus, wie er sich selbst nennt, mit Chaos Geweihten. Weiter im Süden ist es besonders schlimm. Dort, wo Rankara die Retena sitzt. Alboin versucht nach Süden durchzubrechen, aber es nicht geschafft. Sitzen wohl auf der einen Seite der Brücke. Ihrer des Astlosen. Die Stadt Rankara die Retena wird selbst von Okurians Treuen gehalten. Und im Norden von dort sitzen die Männer der Kaiserin Rohaya. Versuchen Okurian die Stadt abzujagen. Von drei Seiten belagen. Wir haben die Dergel-Piraten, die auf dem Fluss versuchen, ihr Unheil zu... Im Oxmoor sitzen sie und verbreiten von dort aus Schrecken. Überfallen unter anderem die Feste Sündenhardt. Aber wenn man selbst über Sündenhardt hinübersetzen möchte, wartet auf der anderen Stadt nur Horeth, die solche... Sämtliche Brücken sind mittlerweile eingestürzt und eingerissen. Es gibt nur noch wenige Pfade, die selbst hinüberführen.
Bohlenburg ist Urian mittlerweile so sehr zerfressen von seinen Gesetzen, datiert und verdreht, sie strahlend von Albuin harte Konkurrenzen machen, auch wenn sie nicht ganz so sehr verblendet sind. Alle sitzen. Was soll ich euch noch erzählen? Von den wilden Wäldern mit den Orks und den Goblins. So kommen auch hinuntersteigen. Mittlerweile soll es wohl auch vier Riesen geben, die mordend und vor allem fressend durch das Land auf einen reißen. Noch schlimmer als die Oger, die damals von Alotta entfesselt worden sind. Das, meine Freunde, ist die Wildermark. Und sie alle wollen zwei Mühlen. Ja, wieso denn nach zwei Mühlen? Ich hätte jetzt eher vermutet, dass sie eins der Heiligtümer angreifen wollen. Bittenlos ist ja in der Grafschaft zwei Mühlen. Wieso werden doch eins der Heiligtümer angreifen? Nun ja, aber die ganzen anderen. Da haben ihr eigenes Interesse, in das Zentrum vorzustoßen. Einer schlimmer als der andere. Der Grund, warum wir Alariel brauchen. Schützen. Gut, wir müssen uns darauf einigen, was wir ihr genau sagen. Also, wir haben uns darauf geeinigt, dass sie lebenslang dort bleiben soll und das Heiligtum beschützen soll. Was ist mit dem Vorschlag, dort einen Orden oder so etwas zu etablieren? Nun, ich kann zwar nicht für den Orden sprechen, aber das müssen wir mit dem Grafen besprechen, dem Vorsitzenden des Drei-Schwester-Ordens. Wir können nicht für Sie sprechen. Ihr würdet also an Trondvik von Bregelsaum schreiben. Nun, jetzt sind klar, aber ich weiß. Tatsächlich? Ich dachte, er wäre froh, Wahrung zurückzuhaben. Ich meine auch. Wir haben ihn doch zuletzt in Wahrung gesehen. Ich denke, er wird es seinem Sohn übergeben. Er ist zu alt für so etwas. Er hat seine Herrschaft abgegeben an seinen Sohn, ich weiß. Ich denke, wir sollten insgesamt nicht zu viel fordern und unsere wichtigsten Punkte deutlich machen. Euch ist wichtig, dass sie Wiedmanns Hus nicht mehr verlässt. Richtig? Was ist mit diesen Hexennächten? Die darf das Dorf nicht verlassen. Sie können ja die Nächte dort feiern. Nun gut. Mein wichtigstes Anliegen ist, dass sie niemanden mehr seinen freien Willen nimmt. Dann, was sind weitere wichtige Punkte? Mein wichtigster Punkt ist, das habe ich ja schon formuliert, dass sie wir wissen um das Leben dieser Schutzzauber und um die elementare Ordnung und Harmonie, gerade insbesondere mit dem Element des Humus, weitergibt an Randasch, dass er dort in dem Ort ja, eine kleine Höhle oder eine Lehmhütte oder so etwas sich einrichtet, ganz nach Art und Weise, wie er es eben mag. Er ist ein, wie gesagt, sehr gemütlicher Zwerg und er wird sicherlich ein paar Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dort bleiben. Und er kann sich ja dann wiederum einen Schüler suchen und dass sie halt unter geodischer Aufsicht steht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein annehmbarer Kompromiss für sie ist. Wahrscheinlich weniger unangenehm, als die Anwesenheit von Gildenmagiern zu dulden. Weil halt dieser Ruhn. Einen Punkt haben wir noch übersehen. Sie muss sich dem Reich unterwerfen. Sie muss die Reichsherrschaft anerkennen. Die Herrschaft Rohanias. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Sie hat ja in den 300 Jahren ihres Lebens keine größeren politischen Ambitionen gehegt. Ich würde tatsächlich gerne noch eine Institution, eine kirchliche Institution gerne in dem Dorf wissen. Ob das jetzt der Drei-Schwestern-Orden ist oder ein anderer Orden. Nun ja, was meint ihr dazu? Wir könnten die Zarkirche fragen. Ach, die sind doch nicht konsequent genug, das allein zu machen. Ich denke, der Drei-Schwestern-Orden ist nicht die schlechteste Option. Und
vielleicht immer noch eher für sie zu akzeptieren als einen Austausch mit der Gildenmagie. Gut, vielleicht könnten wir es so regeln, dass Gildenmagier, die dort am elementaren Hexagramm forschen wollen, einen Dispens des Drei-Schwestern-Ordens vorweisen müssen. Nun, vielleicht sehen wir einmal, wie heftig ihre Ablehnung in diesem Punkt ist. Mhm. Aber wenn euch das wichtig ist, dann werden wir darauf harren. Es ist mir schon wichtig, einfach die magischen Strukturen unseres Kontinentes zu lernen. Bisher, abgesehen von Draconia, wurde die Elementarmagie von der Gildenmagie wenig erforscht. Und dies hier könnte ein guter Ansatzpunkt sein, das zu tun. Unser Wissen darüber zu mehren, unser Verständnis zu vertiefen. Nun, in meiner Heimat wurde die Djinnenbeschwörung weit weniger vernachlässigt, wie ihr sagt. Aber ich verstehe natürlich euer Forschungsinteresse in dieser Sache. Trotzdem denke ich, unser Hauptanliegen sollte es sein, weiteres Unheil zu vermeiden. Also werden das unsere wichtigsten Anliegen sein. Mhm. Wollen wir den Raub betreten und mit Alariel Nachtschimmer sprechen? Ein gerechtes Urteil fällen? Oder aber sie noch ein weiteres Mal anhören? Alariel Nachtschimmer, habt ihr noch etwas zu sagen, bevor wir unser Urteil verkünden? Nein. Ich habe gesprochen, ihr kennt meine Motivation. Im Punkt der Tun, Wider Sitten und gute Ordnung sprechen wir euch schuldig. Im Punkt Tun, Wider Stadt und ihre Bürger sprechen wir euch schuldig. In Punkt 3, Tun, Wider die Zwölfe sprechen wir euch schuldig. Wir haben ein Urteil gefällt, das aus mehreren Punkten besteht. Der für uns zentrale Punkt, Zulamin, möchtet ihr ihn erläutern? Der wichtigste Punkt ist, dass ihr nie wieder jemanden seinen freien Willen nehmen werdet mit eurer Macht. Das wünschen wir, dass ihr am Ende unserer Besprechung mit einem Schwur besiegelt. Werdet mich nicht töten? Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ihr den Tod verdient hättet, dass jedoch durch euren Tod mehr Unheil für diese Gegend entstehen würde, als wenn wir euch am Leben ließen. Bitte, fahrt fort und tragt unsere weiteren Punkte vor. Zu dem Zweck. Wir möchten, dass ihr weiterhin das Heiligtum in dieser Gegend beschützt. Mit euren Schutzzaubern aufrechterhaltet. Wir sprechen in diesem Fall darum eine umgekehrte Verbannung aus. Ihr dürft, sobald ihr wieder nach Wiedmannshus verbracht worden seid, das Dorf nicht mehr verlassen. Nie mehr. Für den Rest eures Lebens. Ihr werdet euch darum kümmern, das Heiligtum zu erhalten und zu beschützen. Und ihr werdet das Wissen über die Pflege des Heiligtums an andere weitergeben. Boltax? Genau. Ihr werdet unter Aufsicht eines Geoden, eines Fachkundigen des Elementis Humus gestellt. Ich habe da konkret Brandagieren des Borax im Kopf. Der ist ein wirklich sehr kompetenter Mann und wird sich mit euch zusammen um die Pflege des Heiligtums kümmern. Des Weiteren werdet ihr, wie Isorun schon beschrieben hat, alle wesentlichen Informationen an ihn weiterleiten und ihn unterstützen, wo es nur geht.